Wir sind hier jetzt nochmal bei Private Division und hier haben wir erfahren, dass es eine neue Version geben wird von Kerbal Space Program, Kerbal Space Program 2 und du bist? I'm Nate Simpson, Creative Director at Star Theory Entertainment. Star Theory Games, I should say. Star Theory Entertainment sounds a little bigger than we really are. Und wir haben natürlich die erste Version vom Spiel ziemlich viel gespielt, ich sogar auch. Und das Spiel ist einfach wirklich super lustig, aber ihr nehmt natürlich auch Physik sehr, sehr ernst. Und du hast mir gerade schon erzählt, dass ihr nicht die Entwickler von Kerbal Space Program 1 seid, sondern ein neuer Entwickler. Wie kommt denn das? Also Private Division wollte sicherstellen, dass es keine Unterbrechung in der Unterstützung des Originalspieles gibt. Da gibt es ja immer noch Erweiterungen und gerade gab es ja eine neue Breaking Ground. Und da gab es nochmal riesengroße Renaissance des Spiels, wo Leute jetzt riesengroße Roboter bauen. Also das Spiel hat auch eine große Modding-Community und die wollen das natürlich beibehalten ohne Unterbrechung. Und deswegen arbeiten wir parallel jetzt an dem neuen Spiel. Dadurch beschleunigt sich das Ganze und dann werden wir natürlich auch da fortschreiten. Und natürlich arbeiten wir auch mit Squad zusammen und wir wollen natürlich auch den Spirit von Kerbal gerecht werden. Wir arbeiten eigentlich quasi zusammen als großes Team. So, wir haben jetzt gerade gesehen, ein Launch, der war nicht so ganz erfolgreich, wie er sein sollte. Das ist nun mal ein Teil von Kerbal Space. Das ist normal, dass man scheitert. Und ihr habt jetzt dafür gesorgt, dass es noch schöner aussieht zu scheitern. Ja, also wir wollten das natürlich beibehalten, der magische Diamant der Schönheit, wie wir es nennen. Das Kernspiel, man testet das, man baut Module zusammen und dann probiert man das gegen ein, unnachgiebiges Universum und dessen Gesetze. Und das ist halt die Herausforderung. Es wird auch weiterhin so herausfordernd sein, wie es schon immer war. Es gab ein paar Änderungen. Wir haben ein wenig so die Präsentation verbessern wollen. Wir haben auch für First-Time-Users die Erfahrung verbessert, damit die besser reinkommen ins Spiel. Also Kontext, Animationen, wo man mehr lernt. Wir wollen nicht unbedingt, dass man auf YouTube gehen muss, um herauszufinden, wie das Spiel funktioniert, sondern dass man es auch im Spiel lernen kann. Es ist ein kompletter Rewrite oder es ist ein komplett neue Development? Ja, es ist immer noch ein Unity-Spiel, aber wir haben den Core komplett überholt. Das war einfach für uns notwendig, um zum Beispiel Multiplayer möglich zu machen. Das wollen wir in Kerbal Space Program 2 auf jeden Fall erreichen. Und weil wir es nochmal von Grund auf neu bauen, haben wir natürlich jetzt nicht die Probleme, die wir hätten, wenn wir jetzt eine Iteration bauen würden vom Originalspiel. Also zum Beispiel jetzt bessere Modbarkeit. Das ist was, was wir auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass wir es in Zukunft besser haben. Wir erreichen jetzt langsam den Weltraum. Noch sieht's gut aus. Wir haben noch ein paar EVAs, die es auch immer noch gibt, sehen wir hier. Gibt es aber auch noch auf dem Boden. Wie sieht es denn bei den Gameplay-Mechaniken aus, diese Wissenschaftsdinger? Muss man die immer noch so sammeln? Ja, also das geht immer noch so und die muss man auch immer noch ausgeben, um den Tech-Tree zu erweitern. Das ist also immer noch ein Ding, aber ich würde sagen, robuster als bisher, denn es gibt viel mehr Ressourcen-Collection im interstellaren Raum zum Beispiel, wenn wir dann fortschreiten. Also zu dem interstellaren Teil kommen wir noch. Aber was man hier zum Beispiel sieht, ist eine Basis. Also wir haben jetzt ein Koloniesystem, das es dir erlaubt, Kolonien auf Himmelskörpern zu bauen. Und was vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, diese Kolonien kann man auch im Weltraum bauen. Das werdet ihr gleich sehen. Und wenn die bis zu einer gewissen Größe herangewachsen sind, dann können auch hier neue Vehicles wieder gebaut werden. Also zum Beispiel hier auf dem Mann können dann weitere, sehen wir hier, ne, kann man weitere Raketen bauen. Das ist natürlich ganz anders als andere Herausforderungen, als wenn man von Kerbal startet. Können wir denn auch die Ressourcen auf anderen Planeten zum Beispiel sammeln? Ja, also das ist auf jeden Fall ein großer Teil des Fortschrittes hier. Und wir sehen hier, mit diesem neuen Antrieb kommen wir zum Beispiel viel weiter in andere Sternensysteme, zum Beispiel mit anderen Sternenkörpern und Himmelskörpern, mit dieser neuen Propulsion Technology. Hier kommen also kleine Nuklearraketen raus. So funktioniert dieser Antrieb. Das ist ein Konzept, von dem ich schon zuvor gehört habe. Existiert wohl, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das irgendwie genutzt wird oder ausprobiert wird.
Also eigentlich ist es das plausibelste wissenschaftliche interplanetare System, was wir benutzen würden. Damit würden wir eigentlich wahrscheinlich schon rumfliegen mit allen möglichen Raketen, wenn es nicht den nuklearen Testbann gäbe. Das ist ein Konzept aus den 60ern. Vielleicht werden wir das eines Tages machen. Ist irgendwie so ein bisschen eine Kerbel-Technik, weil, ja, die Kerbels, die wissen ja nichts von ihrer eigenen Sterblichkeit. Also kein Wunder, dass die so eine Technik nutzen, um das Universum zu erforschen. Wenn man nun interstellar geht, da muss man natürlich ein bisschen vorplanen. Also, wenn man Kerbal Space Program 1 spielt und startet, dann ist es ja einen anderen Platz auf Kerbin zu erreichen. Dann muss man Mann erreichen. Und dann vielleicht den nächsten Stern, den nächsten Planeten erreichen. Und je weiter man will, desto mehr muss man vorausplanen. Und wenn man schon beim Start einen kleinen Fehler macht, dann holt sich das später wieder ein. Und das war teilweise sehr frustrierend. Ihr wollt das mehr zugänglich machen. Wie wollt ihr das einfacher machen? Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir wollen jetzt erstmal eine neue Dimension in die Map-Ansicht reinbringen, denn diese interstellaren Ansichten sind natürlich komplett anders als die, wenn wir zum Beispiel planetare Trajectories anlegen. Vielleicht beschleunigt man zum Beispiel die halbe Strecke eines Fluges in eine Richtung und dann bremst man die ganze andere halbe Strecke ab. Also ganz andere Map-Controls werden hier nötig sein. Wir brauchen ein komplett neues System, das es dir erlaubt, Zeit Zooms zu machen, während du beschleunigst. Das ging im normalen System nicht. Wenn man das nicht hätte, dann würde es wirklich also Jahre dauern, um nur eine Mission zu erfüllen. Also das mussten wir alles einbauen, um nicht deine Zeit zu verschwenden. Weil du es gerade erwähnst, die Zeit-Warp-Sachen, das war immer so ein bisschen buggy. Ist es besser geworden? Ja, also nochmal. Kerbal Space Program 1 wurde über viele, viele Jahre entwickelt und iterativ. Es gab manchmal wirklich Bugs, die kamen dann einfach auf und Squad hat sich dann wirklich da mit rumgeplagt und ich bin mit der aktuellen Version sehr, sehr glücklich. Aber jemand, der die ganz frühen Versionen gespielt hat, der weiß, hat da vielleicht mehr drunter. Aber das ist mittlerweile raus und ja, wir wissen bei dieser Version jetzt genau, wo wir hinwollen. Wir können das besser erreichen, weil wir genau wissen, wo ist unser Ziel und können das alles einbeziehen, an was wir denken müssen. Und ich hoffe, wir werden weniger dieser Issues haben als damals. Kommen wir zurück zum Thema Zugänglichkeit des Spieles. Wenn man es zugänglicher macht, das hat natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass es weniger Physics-based wird oder weniger lehrreich, wenn man es vielleicht sogar nennen will. Also die erste Version, die Wiki war ja wirklich der beste Freund auf der Homepage, wo man bei den Entwicklern nachgucken konnte. Wird sich das jetzt ändern? Also, ich muss das hier nochmal ganz klar sagen. Wir werden dieses Spiel nicht weniger herausfordernd machen vom physikalischen Standpunkt. Wir wollen euch das nicht wegnehmen, diese Herausforderung zu haben. Aber was wir machen, ist, dass wir Spielern die Tools geben, die sie vielleicht wirklich bekommen hätten, wenn man jetzt irgendwie Scott Manley-Videos guckt oder so. Also diese fundamentalen Konzepte zu erklären, werden wir euch nicht erklären, sondern wir erklären euch über Gravity Turns und Orientierung und halt diese Basiskonzepte, die werden visuell besserer verständlich dargestellt. Aber, also wenn überhaupt, wenn es zum Beispiel Kolonien gibt oder interstellaren Reisen, besonders später im Spiel, die mehr herausfordernd sind als das Original Kerbal Space Program, glauben wir nicht, dass diese... Wir glauben, dass wir in der Lage sind, dass wir den Leuten die Sachen auch weiterhin beibringen können und dass wir sehr vielen Leuten was beibringen können, was sie wissen müssen, in einem viel organischeren Weg. Eines der Features, was sehr geholfen hat in Kerbal Space 1, war, dass man in der Map-Ansicht die Burns planen konnte. Also man konnte ein bisschen rumziehen, jetzt will ich hier Retrograde, Prograde brennen und hier und da. Und dann konnte man die Projektion sehen, wo man ungefähr landen wird. Aber der Nachteil von diesem Feature war, dass
war ein sehr kurzzeitiges Feature. Also man konnte damit den nächsten Schritt planen, aber nicht den Schritt danach oder vielleicht ein bisschen danach. Aber es war sehr, sehr schwer, in die Zukunft zu planen. Es war schwer, sehr genau zu planen. Wenn man also zum Beispiel ein Rendezvous machen wollte, ein Manöver, das hat sich nie genau genug für mich angefühlt. Reden wir da auch drüber, über Zugänglichkeit, dass sich das geändert hat? Also, es gab bei der Manöverplanung einige Änderungen. Wir wollten euch da mehr Präzision geben und ein bisschen bessere Planung ermöglichen. Also zum Beispiel besonders die Beschleunigung mehr berücksichtigen. Also, wir haben natürlich hier eine Übervereinfachung der Dinge, die passieren, aber wir wollen das alles ein bisschen so berücksichtigen mit dem neuen System, was wir implementieren. Aber da werden wir noch mehr Details euch geben. Das sind ja interessante Sachen, die wir hier zu hören bekommen haben, aber wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte aber trotzdem noch kurz eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich habe da was im Internet gefunden. Da hat jemand einen Comic gemalt, da hat jemand eine Linie gemalt, die einige so kleine Hügelchen hatte, rauf und runter. Und am Ende und geht der Graph extrem hoch und dann ist der Graph beschriftet. Die Y-Achse, mein Verständnis von Orbitalphysik. Und am Ende dann der Punkt, hier habe ich dann angefangen, Kerbal Space Program zu üben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Kerbal Space Program vielen Menschen ermöglicht hat. Es ist so viel Spaß zu lernen, aber man kann auch sehr, sehr, sehr viel lernen, trotzdem von dem Spiel, also auch Orbitalphysik. Und man merkt sich das auch und ihr scheint ja auch wirklich einen Fokus darauf zu haben. Wir haben gehört, es gibt viele neue Features, Basen bauen auf Planeten und im Weltraum und interstellarer Flug. Also, gibt es mehr als ein Sonnensystem? Ja, es gibt mehr als ein Sonnensystem. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Wir freuen uns riesig drauf, das zu spielen. Haben wir irgendwas vergessen, was wir noch erwähnen sollten? Nö. Im Frühjahr 2020 sind wir sehr, sehr begeistert, euch das Spiel zu zeigen und werden euch natürlich näher zum Release noch viel, 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 viel mehr Infos zukommen lassen. Okay, da werden wir natürlich ein Auge drauf haben und freuen uns, darüber auch Content zu zeigen. Wir können leider noch nicht so viel dazu sagen, wie es sich anfügt, weil wir haben leider nur dieses Video-Recording, dieses B-Roll bekommen, aber das reichen wir euch natürlich nach. Und die obligatorische Frage am Ende, wie immer. Of course, a B-roll. Sure, absolutely. Thank you.